7 Stunden Autofahrt, viel Pyrotechnik und die grusigste Wurst, die ich je gesehen habe. Heute habe ich die lange Fahrt auf Genf auf mich genommen für das Champions League Quali Rückspiel Servet gegen die Rangers aus Glasgow. Zum Glück habe ich im Einkaufszentrum, das neben dem Stadion ist, schon einen Parkplatz gefunden. Natürlich war schon viel los gewesen, heute sollte das Stadion auch ausverkauft sein. Da habe ich ja wieder einen super Platz verwünscht, ganz oben hinter der Anzeigetafel. Halb so schlimm, die Sicht aufs Spielfeld ist trotzdem gut gewesen. Hey, und dann hat es mir den Nuki rausgehauen. Habt ihr schon mal so eine grusige Bratwurst gesehen? Bin ich einfach heikel oder sieht die wirklich scheiße aus? Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Der Anblick hat mir gerade den Appetit versaut, darum habe ich mir noch etwas trinken geholt. Dann eine riesen Choreo von den Genfer über das ganze Stadion. Wirklich eine unglaubliche Kulisse in Genf, schade ist das nicht immer so. Der Auswärtsblock mit roten Strobos hat mich zwar ein bisschen geblendet, aber es hat cool ausgesehen. Servet kommt gut ins Spiel und die Stimmung war wirklich unglaublich. Das, was wir jetzt gesehen, ist nämlich nur ein Eckball und kein Goal. Servet geht dann dank einem Traumgoal mit 1-0 in Führung und das Stadion explodiert. Seit meiner Stadion-Vlog-Karriere ist das wahrscheinlich eine der besten Atmosphären, die ich bis jetzt erlebt habe. Servet spielt sich weiterhin sehr gute Chancen und führt zur Halbzeit verdient mit 1-0. Der Hotdog sieht nicht mal so schlecht aus und der Bruder macht es genau richtig mit Senf. Dann habe ich mir auch einen geholt, ich muss sagen, der war gar nicht so schlecht gewesen, aber die WCs im Stadion sind wirklich ganz grusig. Rangers kommen recht gut aus der Halbzeitpause, können den Druck erhöhen und machen dann als 1-1. Leider aus Schweizer Sicht kann Genf das nicht mehr drehen. Sie sind zwar sehr bemüht gewesen, aber es bleibt dann beim 1-1. Das erste Mal in Genf für mich, ich habe es mega cool gefunden, schönes Stadion, super Atmosphäre, das Stadion hat zwar klein geschissen. Checkt auch unsere Podcast-Update, erzählen wir nochmal ausführlich über unsere Matchbesuche und folgen mir auf Insta, um nichts mehr zu verpassen.